In diesem Video geht es um die Urdeklination Neutrum anhand des Beispiels Vinum. Vin ist dabei der Stamm, um die Endung. Das Ganze wollen wir mit dieser Tabelle durchdeklinieren. Hier haben wir den Singular, hier den Plural und dann haben wir jeweils Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Ablativ. Wie bei allen meinen Lateinvideos bitte ich, die Beschreibung unten zu beachten. Zunächst möchte ich nun die Endung hier eintragen, die zum jeweiligen Fall gehören. Nominativ Singular wäre um. Genitiv I, O, um und O. A, Orum, Is, A und Is. So, was bedeutet dies? Zunächst nehmen wir den Stamm Wien und hängen immer die jeweilige Endung an, um das Wort im jeweiligen Fall zu bestimmen. Vinum wäre also Nominativ Singular. Vinorum wäre Plural Genitiv. Plural Akkusativ wäre dementsprechend Vin plus A, Vina. Was sehen wir? Wir sehen definitiv etwas, was uns beim Lernen hilft. Nominativ und Akkusativ ist immer im gleichen Numerus gleich. Das heißt, im Singular ist Nominativ und Akkusativ gleich und im Plural ist Nominativ und Akkusativ gleich. Im Singular wäre das beide Male um, im Plural ist dies beide Male a. Dabei ist zu beachten, die a-Deklination, zum Beispiel Villa, sieht dementsprechend dann so aus wie Wiener. Wiener wäre allerdings Plural die Weine und Villa wäre das eine Landhaus. Das ist zu beachten. Hier besteht Verwechslungsgefahr zur A-Deklination. Allerdings, wenn man das Wort Vinum kennt und man hat die Endung A, dann weiß man definitiv, das Wort ist im Plural. Jetzt muss man sich nur noch entscheiden, ist dies Nominativ oder Akkusativ Plural. Das wird nur aus dem Zusammenhang deutlich. Wir fassen noch einmal zusammen. Die Endungen sind hier aufgezeichnet. Wir haben den Stamm des Wortes, das zur Urdeklination Neutrum gehört, und hängen dann jeweils nur die richtige Endung an. Zum Lernen können wir uns merken, das Ganze ist der Urdeklination Maskulin sehr ähnlich. Das zeige ich auch nochmal in einem anderen Video, in dem ich die beiden gegenüberstelle. Das beides ist sehr ähnlich. Man muss sich gar nicht so viel ummerken, wenn man die eine andere Deklination schon konnte. Zum Merken, vereinfachend kann man noch sagen, bei Neutrum ist der Nominativ und der Akkusativ identisch. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.